so sagen die Leute, die noch Kapazitäten haben. Ich habe definitiv noch genug Kapazitäten. Wir wollen ja auch in Regensburg ankommen. Und hier haben wir dann nochmal was der Weichen. Was zur Hölle geht denn da jetzt ab? Wieso stellt ihr denn einfach mal vor meine Nase die Weiche um? Hier, schaut mal. Oh, wollen die uns umbringen oder was? Hilfe! Was soll denn das jetzt? Fuck. Warum kommt denn jetzt der Bird Strike? Geil. Ah! Fuck. Was war denn das für eine Scheiße? Gut. Was haben wir mehr? Wir haben da ein Ausfallsignal, das steht auf Fahrt. Wir haben jetzt demnächst auf Wish Haltsignale bestellen. Diese Signale zeigen nur Halt. Vor uns ein Lichtsperrsignal, das steht auf Halt. Wisst ihr, da fragt man sich, warum München im Berufsverkehr immer in so einem Verkehrskollaps endet im Stadtzentrum. Wenn die Ampelschaltungen auch so logisch geschalten sind, dann fragt man sich da überhaupt gar nicht mehr, warum das so ist. Ich kann mir echt vorstellen, dass es in Realität genauso ist. Und das macht auch sehr, sehr viel Spaß, muss ich sagen. Also ich meine hier so zwei rote Lichter, die dich die ganze Zeit angucken. Was wünscht man sich mehr? Ich wundere mich gerade so ein ganz klein wenig, dass ich schon Ausfahrt habe. Das war eigentlich sonst. Das sollte eigentlich nicht der Fall sein. Wir machen heute sehr, sehr viel, kann ich euch echt versprechen. Das Programm ist rigoros. Am besten, wir gucken die ganze Zeit auf dieses Signal und warten, bis es irgendwann auf Fahrt kommt. Ist das dein Ernst? Okay, gut. Ich kann nicht machen. Okay, Z8, geht's einfach mal aufs Gegengleis. Läuft. Zu einem neuen spontanen Stream. Warum sind die Loks hinter mir auf? Okay, sagen wir es mal so. Der Vectron da hinten, der sollte eigentlich nicht... Man sieht auch, der hat hier einen kleinen Bug. Einen Vectron mit ein paar Panto-Problemen. Jetzt hat er sich für eine Seite entschieden, guck mal. Nee, doch noch nicht so ganz. Was zur Hölle geht da ab? Vor allem, ich habe da auch noch ein Kreuzlein hingemacht. So, da dann auf Höhe des Vorsignals müsste dann eigentlich auch ein NE2 stehen. Seht ihr... Ah ja, ich sehe den Magneten. Ich sehe das NE2. Einwandfrei. Zugbeeinflussung. Gut, und die Lok bremst sehr gut. So hätte ich das jetzt nicht gedacht. Das war ein bisschen übertrieben. Am besten finde ich dann auch noch Züge, die komplett entlüftet sind. Ne, in der Realität auch. Passiert in der Realität auch. Wo du dann überhaupt gar nichts sehen kannst. Ja, erst ist euch zu kalt und jetzt ist euch zu warm. Sag mal, hast du denn noch alle Dost im Schrank oder was, Mädel? Das nächste Mal kannst du aussteigen, selber fahren. Ey. Das machen wir gerne, ne? Die ganze Zeit rumplaudern, aber nichts machen. Und dann mit dem Bus fahren. Servus. Also langsam habe ich das Gefühl, steigen hier nur noch Leute. Wo steigen die ganzen Leute ein? Wo finden die denn überall Platz? Ist das in München echt so? Ich hab das noch nie so erlebt, wenn ich in München Bus gefahren bin, dass der Bus so überfüllt ist. Genau, weißt du, an dem Zebrastreifen bleiben alle Leute erstmal stehen, warten bis der Bus losfährt und genau dann geht's los! Ja, kennst du das nicht? Sechs im Bus? Hier sieht man schon, in der Mitte ist so voll, die Leute wollen eigentlich einsteigen, aber sie können nicht, weil es ist genug Fülle. Also, das Ding ist voll. Aber nur an einer bestimmten Stelle. Ich finde das manchmal echt traurig, dass die KI von OMSI oder die AI von OMSI, die automatische Intelligenz, leider nicht so in der Lage ist, tatsächlich den Bus auch richtig auszunutzen, sondern sich überwiegend erstmal in der Mitte zu verteilen. Sag, solange du die Lok nicht beschädigst, kannst du mit ihr so viel ausprobieren. Dem Regelwerk entsprechend behandeln. Ja, der hätte jetzt gefehlt, speziell bei dem Bremsmanöver, ne? Da hab ich auch so, ah, scheiße, wir müssen alle den Zack durchziehen, ah! Erstmal alle nach hinten gefallen, wumm!
die ganzen Fotos versaut und dann so, nee, wir können ja doch weiterfahren. Ja, genau. Da fehlt tatsächlich mehr oder weniger der Sound. Boah, fetter Scheiße. Ja, keine Zuschauer, so sieht's aus. Scheiß Zeit, oder warte, ich hab keine Ahnung. Vor allem frage ich mich halt die ganze Zeit, wo ist dann die Leistung hin, ne? Braucht ihr jetzt halt die Leistung, um eben auf der Stelle stehen zu bleiben, oder was?